Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder ein weiteres Battle mit dem Beats. Moin moin, Hallöchen. Beziehungsweise heute eigentlich kein richtiges Battle, nämlich suchen wir zusammen Hebel, also wie eine Find-a-Button-Map, nur dass wir diesmal ein bisschen größere Hebel finden müssen. Und mal schauen, wer mehr vielleicht davon finden wird, aber ja Leute, bist du ready, Beats? Ich bin ready für die Hebel. Okay Leute, lasst uns die Hebel umlegen, lasst ein Like da, falls es euch gefällt, Glock aktivieren, lasst ein Abo da und jetzt würde ich sagen, let's go, Campfire Level 1. Wo kann hier ein Hebel sein? Buch gefunden. Oh, ich hab einen. Ich hab hier auch noch einen. Wo? Oh, ich glaub mal, vielleicht der hier unten. Schau mal, der da unten drunter. Da am Anfang direkt. Den kann man nicht drücken. Doch, Moment. Oh, ja, jetzt. Der ist bestimmt doch oben irgendwo drauf. Hier, Jump'n'Run mäßig hoch. Ja, oh nein. Probleme. Jump'n'Run. Rein. Ja, jetzt wird sich gibt's zeigen, eigentlich einen Jump'n'Run? Aua, man kann sich schlagen. Nice. Jetzt wird sich zeigen, was? Beats, wer als erstes oben ist, meinst du? Ja, wenn du runterschlägst, dann ist das ja auch... Moment, hier ist was. Checkpoint. Press that button. Dem vertraue ich nicht. Willst du es drücken? Schau mal hinter dir. PS, oha. Chameleon, das Parcours better than you. Siehst du, sein Chameleon ist besser als du. Was? Aber das war... Zum Glück ist hier echt ein Checkpoint. Ich hätte ja gedacht, ein Troll. Checkpoint. Leute, das ist schon mal nicht schlecht. Obwohl es ein Hebel ist. Noch nicht mal so hier oben safe. Ich glaube, es ist in irgendeiner Wand drin. Hätte hier gesagt, weil es hier eine Lampe. Hier ist eine Lampe. Also in der Decke quasi drin. Da oben meine ich. Ah. Hm. Vielleicht doch hier oder in einem anderen Part. Ich verzweifle jetzt schon. Ja, und normalerweise sind Knöpfe besser oder einfacher zu verstecken. Warte, hier rum. Ich glaube mal, hier muss er irgendwo sein. Warte, ich gehe hier auf die Seite. Nee, auch nicht. So, wir haben uns jetzt hier versammelt und sind zur Erkenntnis gekommen, dass wir beide absolut schlecht sind im Hebelfinden. Hier irgendwo hast du unten drunter alles abgesucht? Ich hab alle. Ey, guck du auch nochmal unten, dann guck ich nochmal oben. Ja. Aber hier oben ist er drin. Oh nein! Wie bin ich denn da? Wie hab ich denn da nicht hingesehen? Ich hab's gleich. Jawohl, nice. Alien Planet. Ist es wieder ein Jump'n'Run? Ja, das ist diesmal ein Alien Planet. Aber. Wo jetzt hier der Knopf sein könnte, hier unten drunter. Bisschen schneller diesmal finden. Aber ich glaube, so einfach dann doch nicht. So, hier ist eine verschlossene Tür. Oh, ich bin aber hier drin. Es wird safe irgendwas im Haus sein. Na gut, im Haus bin ich jetzt drin. Wie bist du reingekommen? Von der anderen Seite. Lol. Aber ich glaube, es ist im Haus, hier oben. Hier muss es sein, Leute. Hier ist ein. Da war ein Knopf. Nein. Oder ein Hebel. Natürlich ein Hebel. So, mal gucken. Ich gucke auf meiner Seite, du auf deiner oder was? Moment. Ich habe ein. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber geh mal ins Inventar. Einen Steinknopf auf dem Kopf. Kann platziert werden. Yo, auf Lapis Lazuli. Wie hast du das denn gesehen? Hm, wo war der? Ganz am Anfang vielleicht? Ja, hier ist einer. Woo! Nice. Oh, und da geht's zum Hebel. Nice, du kannst ihn drücken. Nein, du darfst. Okay, vielen Dank, Beats. Level 5. Oh, diesmal ein Spukhotel. Wir müssen einen Schlüssel finden. Upstairs, okay. Schlüssel wahrscheinlich für den Keller. Hier ist ein Lapis Lazuli Block. Ich glaube, wir müssen... Ich habe ganz viele Knöpfe gefunden. Hier. So, hier ist gleich Lapis. Jawohl. Da ist eine Rüstung. Okay, jetzt müssen wir noch einen Dia-Block finden. Ja, der ist leider nicht hier. Er muss auf der anderen Seite sein. Und hier ist der Dia-Block. Ja? Hier geht's aber nice. Weiter. Oh mein Gott. Zack. Hier durch. Jetzt hier muss es doch sein, irgendwas. Oh, da kannst du dir was rausnehmen. Ja, nice. Und Basement Key. Diesmal so kommen wir in den Keller. Jetzt habe ich den Knopf. Oh, jetzt gehst du in den Keller. Achtung. Okay. Es geht. Ich gehe mal nach rechts hier. Ja, ich bin mal gerade ausgegangen. Ich habe hier Wollblöcke. Spooky aber hier Chicken. Ist auch wow. Ich glaube, du bist richtig. Ich habe mir. Oh, das war schon der Hebel unten im Keller. Nice. Einfach an der Wand. Perfekt. Lol, und ich dachte, wir müssen irgendwie kämpfen. Ja, dachte ich auch. Entgegner. So, wir sind in einer Base auf dem Mond. Ganz viele Steinknöpfe habe ich hier. Oh, und einer, den kann ich auf Quarz platzieren. Einer war fake, Beats. Nice. So, wo ist Quarz? Überall. Hoch bestimmt. Ja, oh ja. Oh, wir haben natürlich hier keine Quarz. Schwerkraft. Let's go. Und die Base 2 ist jetzt erreichbar. Okay. Nice. Lol, das sieht cool aus. Das sieht krass aus. Ist krass gebaut. Das Level gefällt mir. In den Werfern ist nichts drin. Okay. Status closed. Enabled. Sollen wir mal da runter? Ah, wir sind draußen. Irgendwo, wo man schlecht runterkommt. Ja. Hier. In dem Bereich habe ich doch das Gefühl. Hallo. Oh, in dem muss es sein. Nee. Wir würden noch nicht mal zurückkommen. Das heißt, er muss da sein.
Ach, würden wir nicht zurückkommen? Ich glaube nicht. Ah, okay, dann muss er wirklich hier sein. Hier einfach, hier so hinter. Das war so safe, das Versteck. Okay, ja. Hier, ich hab ihn. Was? Oh, da unten einfach. Nice, Beats. Sehr schön. Drücke ihn. Bam. Let's go ins Level 7, das finale Level. Wir wissen hundertprozentig. Alter, was ist das für ein riesiges Lavaloch? Ich glaube auch. Das ist ein echt großes Haus. Ich spring rein. Springst du rein? Viel Glück. Nein. Ich spring mal nach unten. In die Mitte, ne? Nein, ich glaube, da geht's auch nicht weiter. Sicher? Ja. Okay, dann. Das wäre doch zu einfach. Haben wir uns jetzt zweimal umsonst geopfert. Das finale Level ist doch ein bisschen schwieriger. Oh, hier sind ein paar Kisten mit Fackeln, die platziert werden können auf Stein. Oh, vielleicht aktiviert sich was. Alle können platziert werden auf Stein. Ganz viele Goldäpfel sogar. Oh, gute Rüstung nice. Auch drin. Ein Schwert nämlich. Unbreaking Bogen. Oh, da gibt's viel. Aua. Wow, das war knapp. Auf der Seite muss es was geben. Dahinter. Moment, ich hab eine Idee. Ich hab, glaube ich, was. Nee, nein, doch ich nicht. Ich hab ihn. Du hast ihn? Nein, noch nicht, aber gleich. Ich hab ihn gleich so safe. Ja, doch, da unten. Siehst du mich gerade? Ja, ich sehe dich. Und? LOL! Ist das? Hier sind 16 Millionen Creeper. Ich merk's. Nein, du bist down. Nein. Ich gehe da auch mal rein. So gewollt ist, aber das muss doch so gewollt sein, oder? Hier ist eine riesige Höhle. Ich weiß es nicht. Du, ich brauche auch wieder Hilfe. Ich bin da. Auf der anderen Seite, lass mal geradeaus. Hier muss doch der Hebel sein. Ich glaube nicht, Beats. Doch, die Höhle ist so klein, die ist ja gebaut von ihm. Ja. Hier muss er sein. Hier. Junge, wo kommen die alle her? Wow, es ist echt so hart. Hier geht's in den Haus. Hier geht's zum Hauseingang. Also muss er hier irgendwo drin sein. Vielleicht. Bitte. Ich gehe mal nach oben. Vielleicht ist er unten bei dir, Beats, aber es kann alles sein. Wir schauen. Gemälde? Nee. Aber er ist safe oben. Kann gut sein. Weil hier unten ist nichts, ich habe geguckt. Okay, da ist eine Axt drin. Kann das die was Haus machen? Groß, ist da bei dir noch viel? Eigentlich schon. Hier oben drüber. Da sind drei Hebel, drei Knöpfe nochmal. Da hinten ist ein Hebel, ganz oben im Raum. Ganz hinterm Fernseher, ich glaube mal. Ich, das ist er. Der finale Hebel, endlich. Nein, Beats. Meinst du, das ist er? Ich glaube schon. Ja, nice, congratulations. If you beat the game, why is there another level? Warum? Why is there another lever? Noch ein Hebel. Pull the lever if you dare. Ja, drück du ihn, Beats. Drück du ihn. To be continued. Oh, wir sind im Creative-Modus. Das war's. Okay, ja. Dann können wir uns die Map nochmal anschauen. So sieht das Ganze nämlich aus. Besonders da vorne? Okay, das war das riesigste Level. Das waren auf jeden Fall nice Verstecke für Hebel dabei, Leute. Also, falls es euch gefallen hat, gerne Like da lassen. Falls ihr davon mehr sehen wollt, Glocke aktivieren, Abo da lassen. Und schaut natürlich auch bei Beats vorbei. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao. Ciao, ciao.